Herzlich willkommen zu unserem Mittwochabend. Wir sind immer noch bei derselben Lehrrede, wo wir vor 4 Wochen, glaube ich, angefangen haben. Und also es ist der 5. Teil. Und diese Lehrrede heißt, ohne Übung kein Fortschritt. Und vielleicht für diejenigen, die anderen Mittwochabende nicht hier waren, so werde ich noch einmal einen kleinen Teil dieser Lehrrede vorlesen, damit Sie auch wissen, um was es hier geht. So sehr auch ein Mensch, der keine Geistesschulung pflegt, den Wunsch hegen mag, ach, dass doch mein Herz vom Dukkha befreit werde, von allem Unzufriedenheiten und allen Unzulänglichkeiten befreit werde, so wird es eben dennoch nicht befreit. Und warum nicht? Weil er seinen Geist nicht entfaltet hat, wäre zu erwidern. Und worin entfaltet? In den 4 Grundlagen der Achtsamkeit, den 4 rechten Anstrengungen, den 4 Machtwerten, den 5 geistigen Fähigkeiten, den 5 geistigen Kräften, den 7 Gliedern der Erleuchtung und dem edlen 8-fachen Pfad. Die Dinge, die hier aufgezählt werden, sind die 37 Erleuchtungsfaktoren. Das heißt, wenn man die perfekt macht, ist man erleuchtet. Das heißt, dass man sie üben sollte. Und wir haben bereits von den Achtsamkeitsgrundlagen, den Anstrengungen, den Machtpferden und den geistigen Fähigkeiten gesprochen. Aber bis jetzt haben wir nur 3 von ihnen besprochen. Also kommen noch 2 dazu. Hier ist ein sehr nettes Gleichnis. Und obwohl einige von euch das bereits gehört haben, will ich es doch noch einmal vorlesen für die anderen. Gesetzt eine Henne habe da 8 oder 10 oder 12 Eier gelegt, habe sie aber nicht genügend bebrütet, nicht genügend erwärmt, nicht genügend zur Entwicklung gebracht. Wie sehr nun auch jene Henne wünschen mag, ach, dass doch meine Küchlein mit den Krallenspitzen oder dem Schnabel die Eierschale durchbrechen und heil ausschlüpfen möchten, so werden sie eben doch nicht dazu imstande sein. Und warum nicht? Weil eben die Henne ihre Eier nicht genügend bebrütet, nicht genügend erwärmt, nicht genügend zur Entwicklung gebracht hat. So ist es auch mit einem Menschen, der keine Geistungsschulung pflegt. Man muss also genug sitzen in der Meditation, um seinen Geist zu schulen und zu pflegen. Und nachher wird gesagt, dass wenn die Henne genügend lange gesessen hat und genügend die Eier erwärmt hat und selbst wenn sie keinen Wunsch hegt, dass die Küchlein da ausschlüpfen sollten, so werden sie dennoch ausschlüpfen. Das heißt also, wenn man die Geistesschulung pflegt, braucht man sich nichts weiter zu wünschen, es passiert, es muss passieren. Die 5 geistigen Kräfte und die 5 geistigen Fähigkeiten sind die gleichen. Die geistlichen Fähigkeiten haben wir und wenn wir sie in uns entwickeln, dann werden sie Kräfte. Die ersten 3, die wir dabei bereits besprochen haben, war als erstes die Achtsamkeit, die fast immer an erster Stelle steht. Wir müssen einmal wissen, was in uns vorgeht und wir müssen wissen, was eigentlich um uns herum geschieht. Genau wissen und nicht nur oberflächlich, um überhaupt irgendwelche Änderungen vorzunehmen in uns selbst. Und die anderen beiden, die harmonisieren müssen, waren Weisheit und Vertrauen. Weisheit Geist, Vertrauen Herz. Herz und Geist müssen harmonisieren. Beiden müssen zusammenpassen. Sie müssen zusammenarbeiten. Man kann nicht es nur mit dem Geist erfassen, obwohl das sehr wichtig ist. Man kann es aber auch nicht nur mit dem Herzen sich hingeben, obwohl das auch sehr wichtig ist. Man muss beides tun. Man muss Herz und Geist entwickeln. Das heißt also, man muss verstehen können, um was es geht. Man muss verstehen können, was in einem selbst vorgeht. Und man muss diesen Übungspfad lieben. Wenn man etwas nicht liebt, dann wird man es ganz sicher nicht tun.
Da wird man vielleicht mal probieren und dann wird man denken, ach, das ist aber mühsam, ich mache lieber was, was mir mehr Spaß macht. Und das wäre ganz normal. Aber wenn man weiß, dass dieser Übungspfad, und schon wenn man schon gespürt hat, dass dieser Übungspfad Glück bringt, auch wenn man nur ganz wenig davon gespürt hat, dann wird man vielleicht in der Lage sein, diesen Übungspfad zu lieben. Es ist nicht mühsam, es ist viel mühsamer zu leben, ohne den Geist und das Herz zu entwickeln. Viel mühsamer, weil man auf alles reagieren muss. Man fühlt sich gezwungen zu reagieren. Und man reagiert sehr häufig in einer Art und Weise, die einen selbst und andere Menschen unglücklich machen. Es ist viel, viel mühsamer, nicht zu praktizieren, als zu praktizieren. Am ersten Moment kommt es einem andersrum vor. Die restlichen zwei geistigen Fähigkeiten, die zu Kräften werden, wenn wir sie geübt haben, sind wieder ein Paar, das harmonisieren muss. Und zwar Willenskraft muss harmonisieren mit Konzentration. Das eine ist die Stärke des Geistes und das andere ist die Ruhe des Geistes. Die beiden müssen harmonisieren. Willenskraft ist eine notwendige Charaktereigenschaft, die wir im ganzen Leben brauchen. Und sie ist auch eins der besonders erwähnten Erleuchtungsfaktoren. Aber wir können uns zum Beispiel vorstellen, dass wenn wir ganz ohne Willenskraft sind, dass wir noch nicht einmal unser normales, materielles Leben überhaupt über die Runden bringen können. Man muss Willenskraft haben, um allein schon das zu erledigen und nicht Fluchtwege einzuschlagen. Aber es genügt nicht. Es genügt nicht nur unser normales, alltägliches Leben über die Runden zu bringen. Denn was hat das für ein Resultat? Kann kein Resultat haben, denn es ist nur für Überleben geeignet. Und das ist kein Resultat. Wir brauchen einen Lebenssinn. Wir brauchen etwas, was uns zeigt, wozu wir überhaupt uns in irgendeiner Weise bemühen. Und bemühen tut sich jeder, nur alleine schon am Leben zu bleiben. Und da muss man mal auch einen Sinn, einen tiefen Sinn finden können, wozu das eigentlich gut ist. Denn am Ende bleibt sowieso keiner am Leben. Das ist unmöglich. Das schaffen wir nicht. So dass wir mit Willenskraft schon ausgerüstet sind. Wir haben sie. Aber hier ist eine noch stärkere gemeint, die sich dem spirituellen Wachstum widmet. Da gibt es eine ganz entzückende Zen-Geschichte darüber, über Willenskraft. Die Zen-Tradition hat sehr viele nette Geschichten. Und zwar sind da zwei Frösche und die fallen in eine Milchkanne. Und an den glatten Seiten dieser Milchkanne ist es ihnen unmöglich herauszuklettern. Und sie strampeln und strampeln, aber sie kommen nicht raus. Sie können sich gerade noch über der Milch halten. Und der eine von den Fröschen gibt auf und sagt, ich kann nicht mehr. Und der andere sagt, das stimmt nicht, du willst nicht mehr. Und er sagt, er ist na schön, also ich will nicht mehr. Und ertrinkt. Der zweite macht weiter, strampelt und strampelt und strampelt. Und nach einer geraumen Zeit sitzt er auf einem Butterberg und hopst raus. Und das ist eine wunderschöne Geschichte über Willenskraft. Nicht aufgeben, weitermachen. Und jede unangenehme Situation, in der wir uns befinden, wie immer sie auch sein mag, ob sie körperlich oder emotionell ist,
ist nichts anderes als eine Lernsituation. Weiter gar nichts. Sie ist weder von bösen Kräften auf uns geschoben worden, noch sonst irgendetwas. Sie ist zum Lernen da. Und nur so kann man damit umgehen. Wenn wir wissen, dass alles, was auf uns zukommt, nichts anderes ist als etwas zum Lernen, dann können wir damit auch etwas erreichen mit der Situation, wie immer sie auch sein mag. Wir können uns nämlich selber beobachten und sehen, wie wir darauf reagieren. Und das ist das Interessanteste daran. Wir schauen wahrscheinlich sehr gerne mal zu an dem Fernseher und auf den Videos, wie andere Menschen reagieren. Ist ja manchmal auch ganz ulkig. Aber das Wichtigste ist, wie wir selber reagieren. Und das ist ein Film, der ständig abläuft. Und wenn wir bei dem zuschauen, so ist das gar nicht mühsam, im Gegenteil, so interessant. Was könnte interessanter sein, als diesem eigenen Kino zuzuschauen, was sich bei uns innen abspielt? Und daraus lernen wir. Daraus erkennen wir, was uns berührt und wie wir darauf reagieren. Sind wir der erste Frosch, der aufgibt und dann ertrinkt? Oder sind wir der zweite, der weiter strampelt? Und denken wir manchmal bei dem Strampeln, dass wir Selbstmitleid haben, weil wir so viel strampeln müssen? Oder erwarten wir, dass das doch uns etwas lehrt? Selbstmitleid ist auch sehr schädlich, denn das reizt uns auch zum Aufgeben. Es ist etwas, was mit Leiden zu tun hat. Mit Leiden, was ganz unnötig ist. Selbst wenn die Situation noch so unangenehm ist. Wir brauchen nicht drunter zu leiden. Wir brauchen nur zu erkennen, dass da etwas ist, was wir lernen können. Es ist im Prinzip so, dass das ganze Leben eine Lernsituation ist. Und wenn wir das einmal als unseren Sinn des Lebens zuerst mal annehmen, gar nichts irgendetwas höher fliegendes, sondern nur erstmal, das ist eine Lernsituation, dann haben wir schon einmal einen richtigen Weg eingeschlagen. Und was sollen wir lernen? Das, was wir lernen wollen, ist, wie man Frieden und Glück im eigenen Herzen bekommt. Und das sollen wir auch lernen. Aber das Wollen ist natürlich mit persönlicher Mühe verbunden. Mit dem Erkennen, dass kein anderer uns etwas schenken kann. Er kann uns weder Frieden noch Glück schenken. Frieden und Glück ist überhaupt nicht zu verschenken, weil es wahnsinnig wenig davon in der Welt gibt. Daher ist es überhaupt nichts davon zu haben. Und außerdem, wenn ein anderer es hat, so können wir zwar in der Nähe des anderen ein Gefühl dafür bekommen, aber wir können es dennoch nicht in uns selber haben. Wir brauchen die Lernsituation. Und das ist auch der Grund, warum der Buddha gesagt hat, dass die menschliche Ebene die beste Ebene ist, um erleuchtet zu werden. Wir haben nämlich genug Annehmlichkeiten, sodass wir nicht sofort aufgeben und deprimiert werden. Aber wir haben auch genügend Unannehmlichkeiten, genug Dukkha, damit wir etwas tun, damit wir etwas lernen können. Und diese Lernsituation, das ist das Wichtige. Wenn es uns die ganze Zeit nur ganz wunderbar gehen würde, wenn wir überhaupt keine Mühen hätten, dann wären wir wahrscheinlich gar nicht hier. Dann würden wir zu Hause weiter vorm Fernseher sitzen. Aber wenn uns mal klar geworden ist, dass das alles gar nicht so wunderbar ist, wie es eigentlich angepriesen wird, dass innen Frieden und Glück doch noch nicht entstanden sind, dann kommen wir dazu, etwas zu unternehmen. Und das, hat der Buddha gesagt, ist das Wichtige an der menschlichen Situation. Dass wir dazu kommen, etwas zu unternehmen, weil wir merken und wissen, dass wir inneren Frieden und inneres Glück
noch nicht haben. Zeitweilig vielleicht, aber auf jeden Fall abhängig. Erst wenn wir total unabhängig werden, von allem, was um uns herum vorgeht, erst dann haben wir es wirklich in uns erreicht. Willenskraft bedeutet auch, dass wir eine innere Festigkeit entwickelt haben, dass wir uns nicht beeinflussen lassen von der fehlenden Willenskraft von anderen, die uns vielleicht sagen wollen, ach, das ist doch viel zu schwierig, mach doch was Leichteres, oder zu was willst du dich da hinhocken und meditieren, komm doch mit und wir gehen Skilaufen oder was immer gerade anliegt. Diese Worte werden oft ausgesprochen. Da muss man sich nicht auflehnen oder widerwillig werden, sondern man könnte höchstens sagen, ich komme ein andermal. Die innere Festigkeit ist abhängig von der Willenskraft. Und die Willenskraft ist abhängig von der inneren Festigkeit. Und wie erlangen wir innere Festigkeit? Indem uns klar wird, was unsere Prioritäten sind. Was ist das Wichtigste für uns im Leben? Worum geht's uns eigentlich? Was ist es eigentlich, was uns am meisten bewegt? Was sind die Hebel, die uns sozusagen in Bewegung setzen? Das muss nicht körperlich gemeint sein, sondern die Bewegung, die innen in uns vorgeht. Was ist das Wichtige? Wonach schauen wir? Und wenn es uns klar ist, dass wir nach Frieden und Glück Ausschau halten, schauen wir nach außen dafür? Haben wir immer noch die Idee, dass es irgendwo außen zu finden ist? Dass irgendetwas Bestimmtes geschehen muss, irgendein Mensch irgendwas Bestimmtes machen, sagen oder tun muss oder lassen muss, damit wir glücklich sind? Oder hängen wir noch an der Vergangenheit fest? Hätte die anders sein sollen. Ganz sicher hätte sie anders sein sollen. Für jeden. Denn wenn sie anders gewesen wäre für jeden, dann wären wir nämlich jetzt erleuchtet. Darüber braucht man sich überhaupt nicht den Kopf zu zerbrechen. Die ist vorbei. Die Vergangenheit. Was geschieht ist jetzt. Dieser eine Moment. Und dieser Moment, mit dem wir jetzt anfangen, der ist wichtig. Nur der. Alles andere ist vorbei. Wenn wir aus unserer Vergangenheit etwas lernen können, eine Lernsituation daraus machen, nicht uns ihr hingeben und darüber unglücklich sein oder ihr nachtrauern oder was immer der Fall sei, das hilft nichts, sondern etwas daraus lernen können. Und lernen so weit, dass wir ganz sicher sind, dass wir einen Schritt gemacht haben, der uns näher zu unserer wahren Natur bringt. Unsere wahre Natur ist spirituelle Art, obwohl man das im Alltagsleben kaum merkt. Aber wenn man mit Menschen mal nicht auf oberflächliche Weise spricht, mit fast allen Menschen, sondern wirklich sich darüber unterhält, was sie bewegt, dann merkt man, es sind die spirituellen Dinge. Sie müssen sie nicht so nennen, muss keinen Namen haben, spirituell oder Religion oder irgend so etwas. Sondern es sind die Dinge, die das Gemüt bewegen, die uns zu unseren Emotionen hinreißen. Das ist, was Menschen bewegt. Wir haben von Natur aus ein spirituelles Wesen in uns. Und außerdem haben wir von Natur aus Glück und Frieden in uns. Wir können nur nicht ran. Wir können nicht ran, weil wir reagieren. Weil wir ständig auf alles, was geschieht, reagieren. Durch die Meditation ist es möglich zu lernen, dass wir nicht reagieren müssen. Wir können. Jedes Mal, wenn wir uns beim Reagieren ertappen, merken wir, dass das kein Glück bringt. Und wir merken auch, dass da noch was zu lernen ist. Je mehr wir uns beim Reagieren ertappen auf irgendetwas, was geschieht, was immer es sei,
und uns natürlich rechtfertigen. Das ist ja klar. Bei unseren Reaktionen rechtfertigen wir uns immer. Es hat jemand was gesagt oder getan, was uns nicht passt. Dann müssen wir uns mal ganz klar vor Augen halten. Hat die Welt uns versprochen, dass alles uns passt? Worum geht's eigentlich? Es geht doch bestimmt nur darum, inneres Glück zu finden. Also jedes Mal, wenn wir reagieren, wissen wir, wir haben noch was zu tun. Aber wenigstens wissen wir's. Und eines Tages können wir reagieren oder nicht. Ob wir können's machen, wenn wir wollen, oder auch nicht. Und dann fühlen wir uns frei. Erst dann ist ein Gefühl der Freiheit möglich, weil wir wissen, wir stehen unabhängig auf unseren eigenen Füßen. Zu all dem wird Willenskraft dringend gebraucht. Willenskraft, die eine Art nicht sich selber unter Druck zu setzen. Und das ist wieder was anderes. Sich selber unter Druck setzen bedeutet, dass wir Resultatdenken haben. Ich muss was erreichen. Ich muss jemand sein. Und wenn ich es auf der spirituellen Ebene sein kann, dann bin ich jemand. Das ist unter Druck setzen. Das hilft überhaupt nichts. Sondern die Willenskraft zum Guten. Die Willenskraft zur Läuterung. Ein spiritueller Weg ist ein Weg der Läuterung. Jede Religion spricht von Läuterung. Dass sie davon spricht, hat uns im Prinzip recht wenig geholfen. Hat uns etwas geholfen. Wir haben kein absolut chaotisches Benehmen. Aber die Läuterung, die im Inneren vorgehen sollte und die in jeder Religion und jedem spirituellen Pfad angesprochen wird, die wird im Allgemeinen in der Hitze des Alltags vollkommen vergessen. Weil es alles um uns herum auch anders aussieht. Da gehört Willenskraft dazu. Der Alltag sieht anders aus, als was die Lehre des Buddhas zum Beispiel sagt. Der Alltag sieht nicht so aus, wie wir es vielleicht gerne hätten. Da sind unsere Prüfungen. Nur im Alltag. Wenn wir uns dabei ertappen, dass wir eine Prüfung nicht bestehen, weil wir wieder reagiert haben, so ist das ein großer Schritt, dass wir es wenigstens erkannt haben. Und dann wissen wir müssen dieselbe Prüfung nochmal machen. Das schadet nichts. Das ist ganz in Ordnung. Aber das Erkennen ohne Rechtfertigung. Solange wir uns rechtfertigen, dass man ja gar nicht anders handeln kann, weil... Und dann hat irgendjemand was gesagt, getan, im Moment oder in der Vergangenheit, oder es war etwas, was uns nicht gefallen hat, dann sind wir nicht mehr in der Lernsituation. Die Rechtfertigungen bringen uns aus der Lernsituation heraus. Zu all dem ist viel Willenskraft nötig, weil eben unsere Umwelt ganz anders handelt, sodass wir uns sozusagen immer wieder daran erinnern müssen, was ist mir wirklich wichtig? Um was geht's bei mir? Um was bei den anderen geht, das ist deren Sache. Um was geht's bei mir? Die Willenskraft ist also der Partner von der Konzentration. Und Konzentration bedeutet Ruhemeditation. Samadhi oder Samatha. Auf Pali. Wenn wir gute Konzentration haben, aber nicht die Energie der Willenskraft dabei ist, dann fangen wir an zu dösen. Und dann kann sogar passieren, dass man so in eine Art vernebelten Zustand kommt, der trance-ähnlich ist. Und das ist vollkommen nutzlos. Da weiß man dann nachher nicht mehr überhaupt, was geschehen ist. Das ist ganz leicht für jeden zu erkennen, wenn er sich gut konzentrieren konnte, ob das geschehen ist. Denn wenn man mit der Meditation fertig ist und sich dann so fühlt, dass man sich gerne hinlegen möchte,
ins Bett legen möchte, ausruhen möchte, dann hat man Trance gehabt. Wenn man nach der Meditation sich äußerst voll mit Energie und Lebenskraft fühlt, dann hat man meditiert. Es ist ganz einfach zu erkennen. Da braucht man noch nicht mal jemanden zu fragen. Wenn man sich nachher gerne hinlegen möchte und sich müde fühlt, und dann war es nichts. Konzentration des Geistes ist die Einspitzigkeit des Geistes. Und diese Einspitzigkeit bedeutet, dass der Geist nicht in der Weltgeschichte herumsaust, dass er sich nicht um viele Dinge kümmert, sondern nur um eins. Und das gibt natürlich enorme Energie, weil er seine Energie nicht verschwendet auf nebensächliche und unwichtige Dinge, nichts nachdenkt, nichts überlegt, keine Probleme zu der Zeit verwälzt, überhaupt nichts macht, sondern sich auf dem Meditationsobjekt befindet. Und da er also vor all diesem Denken einmal Ruhe hat und vor all diesen Überlegungen und all diesen Plänen und Hoffnungen und Ich-Bestätigungen einmal Ruhe hat, so kriegt er natürlich eine Energiezufuhr. Und diese Energiezufuhr merkt man natürlich besonders, wenn man in einem intensiven Meditationskurs ist. Man braucht weniger Schlaf zum Beispiel. Aber nach jeder Meditation müsste und kann man diese Energiezufuhr merken. An sich ist die Ruhemeditation ein Jungbrunnen für den Geist. Ein Mensch, der wirklich meditieren kann, dessen Körper wird zwar alt und gebrechlich. Der Buddha hat gesagt, wie er auf die 80 ging zu seinem Vetter und Aufwärter Ananda: dieser Körper ist jetzt wie ein alter Karren. Er wird nur noch mit, wie ein alter Karren mit Lederriemen zusammengehalten. Aber selbst auf seinem Totenbett hat der Buddha noch einen Menschen, der Fragen kam, die Lehre gegeben. So dass der Geist überhaupt nicht angegriffen war. Wogegen der Körper natürlich im Alter angegriffen wird, manchmal schon im Mittelalter und manchmal schon noch früher, aber auf jeden Fall im Alter. Die Konzentration ist also eine äußerst wichtige Geistesschulung. So wie hier gesagt wird, sind all diese Dinge Geistesschulung. Nun haben wir alle die Schule absolviert, dann haben wir vielleicht noch die Hochschule, die Technische Hochschule, die Universität und noch sonst was absolviert. Aber das ist alles eine Schulung mit einem Zweck. Und zwar ist der Zweck bestimmt, um unser Leben zu fristen, um einen Beruf auszuüben. Das heißt also, es ist ständiges Resultatdenken dahinter. Die Geistesschulung, die Schulung des Geistes als solches, ohne dass man ein Resultatdenken dahinter hat, dass man dafür etwas bekommen will, ist einzig und allein die Meditation, wo der Geist sich automatisch läutert und automatisch stärker wird. Er kriegt Kraft. Er kriegt Muskeln sozusagen. Das kann man aber nur mit üben. Wenn man zum Beispiel körperliche Muskeln haben möchte, dann muss man üben, Gewichte heben oder irgendetwas tun. Da kriegt man auch nicht von alleine. Da hat man nur die, mit denen man geboren wird, mit denen man, die man sowieso hat. Der Geist hat die nötigen Kräfte, um das Überleben in irgendeiner Weise fertig zu kriegen. Das hat ein normaler Geist, was wir normal nennen. Aber er hat nicht die Kraft, die absolute Wahrheit zu erkennen. Da muss er durchblicken können. Und er muss so durchblicken können, dass er all den Wulst und den ganzen Schutt, mit dem wir uns im Allgemeinen abgeben, loslassen kann. Und loslassen ist das Schlüsselwort für den spirituellen Pfad. Loslassen kann auf der materiellen Ebene sein, das ist eine sehr gute Übung auf der materiellen Ebene,
Das heißt, dass man gibt und schenkt. Und das ist eine der ersten Eigenschaften, von denen der Buddha gesprochen hat, um loslassen zu lernen. Aber es ist nicht das Loslassen, was wir für die Geistesschulung dann brauchen. In der Meditation müssen wir loslassen können. In der Meditation müssen wir loslassen von all dem, was uns sonst bewegt. Und wenn wir das nicht können, so ist es sehr interessant, mal festzustellen, wie unwichtig das alles ist, was uns da bewegt. Wie es sich einzig und allein um alltägliche Kleinigkeiten handelt. Soll ich so machen oder anders? Wieso hat der das gesagt? Wieso habe ich nicht gleich eine Antwort gehabt? Wieso ist das jetzt so und nicht anders? Na, alles alltägliche Kleinigkeiten, die die Meditation unterbrechen. Das heißt also, die Willenskraft muss eingesetzt werden, um loszulassen, um fallen zu lassen, um einmal die Möglichkeit wirklich auszukosten, was es bedeutet, einen konzentrierten Geist zu haben. Die meisten Menschen auf der Welt, wenn wir von der ganzen Welt einmal sprechen, haben nie die Gelegenheit, es weder überhaupt zu hören, zu lernen und zu erleben. Wenn man die Gelegenheit hat, so wie das hier möglich ist, so genügt das natürlich auch nicht einmal die Woche oder einmal alle 2 Wochen oder alle 3 oder 4 oder was immer es sei. Jeden Tag, morgens und abends. Nur dann ist es eine Übung der Geistesschulung. Der Geist wird so geschult, dass er sich um das kümmern kann, was im Moment anliegt. Und was im Moment anliegt bei der Meditation, ist nichts anderes als das Meditationsobjekt. Alles andere ist Vergangenheit oder Zukunft. Ideen, Hoffnungen, Plan, alltäglicher Kleinigkeiten, alltägliche Dinge, die wir sehr gut im Alltag bewältigen können. Die brauchen wir nicht dazu zu meditieren. Es hilft uns zu etikettieren, was wir da eigentlich denken. Aber das muss auch eines Tages mal aufhören. Wir müssen mal aufhören können mit diesem ganzen weltlichen Denken und uns klar darüber werden, dass Meditation ein Mittel ist, zum Transzendieren der weltlichen Ebene, was nicht bedeutet, dass wir dann Engel sind und Flügel wachsen oder so etwas. Es bedeutet ganz allein, dass wir eine ganz andere Weltsicht bekommen. Die Weltsicht, die wir bekommen, hat andere Prioritäten. Und das, was wir so da in unserem Kopf immer mit uns tragen und immer wieder hervorbringen, sehen wir ein, als eine unnötige Belastung. Das ganze Denken ist eine unnötige Belastung, außer wenn es gerade nötig ist, um unseren Job auszuüben, was immer das sei. Da müssen wir schon bei denken, sonst geht das nicht. Aber sonst, am Tage und vor allen Dingen in der Meditation, ist es eine Belastung, die den Geist immer schwächer macht. So dass wir die wahren Dinge gar nicht erkennen können. Weil er ist derartig überfordert und überarbeitet. Und jeder denkt, glaube ich, von sich, dass er überfordert und überarbeitet ist. Was aber nur mit der fehlenden Geisteskonzentration zu tun hat. Der ist derartig im Stress, weil er ständig zum Denken angehalten wird, dass er immer schwächer wird. Wenn wir unseren Körper ständig dazu anhalten, dass er rennen soll, statt dass er geht, dann wird er ja auch sehr müde, sehr schnell. Und so ist mit dem Geist. Die Müdigkeit, die wir am Abend erleben, ist im Allgemeinen darauf zurückzuführen, dass wir viel zu viel gedacht haben den ganzen Tag. Er war so überbeschäftigt, dass wir natürlich todmüde sind. Und bei der Meditation ist genau das Gleiche. Wenn wir in der Meditation todmüde werden, liegt es nur daran, dass der Geist nicht das tun kann, was wir ihm eigentlich auftragen, nämlich sich zu konzentrieren.
Nun hört sich das so an, als ob das einfach wäre und den nächsten Tag schon gemacht werden könnte. Es muss geübt werden. Diese Henne, die muss da sitzen und ausbrüten. Und wir auch. Wir müssen sitzen. Immer wieder sitzen. So lange sitzen, bis der Geist es wirklich kann. Auf Anhieb. Dass wir uns hinsetzen und uns auf Anhieb konzentrieren können. Das ist die geistige Fähigkeit, die wir haben. Der Buddha hätte es keine Fähigkeit genannt, wenn wir es nicht hätten. Und es ist eine Kraft, die wir haben, wenn die Fähigkeit entwickelt worden ist. Dieses sich konzentrieren können hat als erstes, was ich bereits erwähnt habe und ich nochmal wiederholen möchte, weil es so wichtig ist, die Fähigkeit des Loslassen-Könnens. Es ist nicht wichtig, was wir denken in der Meditation. Das muss uns einmal klar werden. Es ist wichtig, um unseren Lebensunterhalt zu verdienen. Aber während wir meditieren, brauchen wir ja nicht unseren Lebensunterhalt zu verdienen. So, dass es wirklich total unwichtig ist. Die Probleme, die wir vielleicht lösen möchten, weil wir endlich mal Zeit haben, ruhig zu sitzen und uns keiner dazwischen redet, lösen sich von ganz alleine, wenn der Geist in der Lage ist, sich zu konzentrieren. Da braucht man überhaupt nichts mehr zu überlegen, weil sie lösen sich, weil wir eine neue Bewusstseinsebene erleben, wenn wir uns konzentrieren können. Da heißt also, es auch vollkommen sinnlos ist, in der Meditation zu versuchen, Probleme zu lösen. Oder, was auch viele machen, erstmal zu gucken, wo sie alle sind, die ganzen Probleme, die man hat. Wie sie erstmal vielleicht eine Liste machen. Das ist total unnötig. In Wirklichkeit haben wir Glück und Frieden in uns. Wir haben eine spirituelle Natur. Das Materielle kommt nur zum Ausdruck, weil wir einen Körper haben, der Materie ist und der natürlich materiell unterstützt werden muss durch Nahrung und alles, was er sonst braucht. Aber die Wirklichkeit und die absolute Wahrheit unseres Wesens, das Innere, was bei uns die größte Rolle spielt, die Qualität, die in uns herrscht, die ist spirituell. Und wir können sie nur erleben, wenn wir all das andere, was uns ständig bewegt, was da rumkreist, fallen lassen. Das ist das Erste. Das erste und der wichtigste Punkt vielleicht. Und das nächste ist, sich hingeben können. Hingeben kann man nur, wenn man liebt. Das heißt also, es muss uns klar werden, dass wir, wenn wir die Meditation nicht lieben, wir sie bestimmt nicht ausüben werden. Und außerdem, wenn wir sie lieben und selbst nicht lieben und sie selbst ausüben sollten, auch nichts mehr rauskommt. Die Liebe zu der Meditation muss auf einer Basis geschehen, die gefühlsmäßig ist. Das ist nicht ein intellektuelles Verstehen, es ist eine gefühlsmäßige Basis, dass man ein Gefühl der Hingabe und der wirklichen Verbundenheit hat mit seinem eigenen Innenleben. Denn nur so lernen wir unser Innenleben kennen. Die ganzen Reaktionen, die wir haben, das passt mir und das passt mir nicht, das kennen wir. Das ist aber nicht unser wirkliches Innenleben. Das sind diese Reaktionen, die unser Innenleben verschütten, sodass wir den Zugang nicht finden können zu unserem Innenleben. Wenn uns also klar ist, dass wir eine wirkliche Liebe zu unserem Innenleben brauchen und diese Liebe auch in uns erwecken können, dann haben wir die zweite Vorbedingung für die Meditation erfüllt. Denn diese Hingabe und Liebe bringt Freude. Und obwohl die innere Freude, das innere Glück durch die Meditation entsteht, muss sie erst einmal schon da sein, wenn wir uns hinsetzen. Und nicht das Gefühl haben, ach, das dauert mir zu lange. Ach, ich mag so nicht sitzen. Wozu soll man denn das machen? Das macht ja gar keinen Spaß. Ich kann mich ja doch nicht konzentrieren. All diese Einwände,
die haben nichts mit unserer Lebensqualität zu tun. Die haben einzig und allein mit unseren Wünschen und Begierden zu tun. Und die erste und zweite edle Wahrheit, die der Buddha als seine Erleuchtungsformel geprägt hat, sind das Dukkha, Unzufriedenheit, Unzulänglichkeit existiert und nur eine einzige Ursache hat, nämlich unsere Begierden. Haben wollen und loswerden wollen. Das sind die, ist der einzige Grund für all unsere Unzufriedenheiten. Das heißt also, wenn wir uns in der Meditation hinsetzen und uns mal eine Liste erst machen von all dem, was uns nicht passt, dann wird überhaupt nichts draus. Aber in der Meditation sich hinsetzen und sagen, wie schön. Ich kann durch diese Übung, diese Geistesschulung, dem wahren Innenleben, was ich habe, nahe kommen. Ich muss nur fallen lassen, loslassen. Und ich muss in der Lage sein, auch diese Übung durchzuführen. Willenskraft. Willenskraft ist eng verbunden mit Durchhaltevermögen. Wie der Frosch, der hat durchgehalten. Der hat die Willenskraft gehabt, dann hat er durchgehalten und dann hat er es geschafft. Durchhaltevermögen, immer wieder machen. Wenn wir uns ein Kleinkind anschauen, das laufen lernt, so fällt es immer wieder hin und steht immer wieder auf und probiert wieder. Und heute können wir alle laufen, ohne überhaupt darüber nachzudenken. Aber wir haben es einmal lernen müssen. Durchhaltevermögen. Und dieses Durchhaltevermögen durch dick und dünn. Keiner hat uns an der Wiege gesungen, dass alles so funktioniert, wie wir es gern hätten. Im Gegenteil, es denkt gar nicht dran. Aber wir selbst können so funktionieren, wie es wirklich ist. Das können wir lernen. Aber die Welt um uns herum so zu arrangieren und die Leute um uns herum so zu arrangieren, wie wir sie gerne hätten, ist eine Unmöglichkeit. Es lohnt sich auch gar nicht, sich damit irgendwie zu beschäftigen. Es ist eine Zeit- und Energievergeudung. Wir können die Zeit und Energie viel besser verwenden, indem wir uns nämlich selber den Weg nach innen bahnen. Den Weg nach innen zu bahnen, ist darum schwierig, aus zwei speziellen Gründen. Und zwar, der erste Grund ist, das habe ich bereits erwähnt, dass er verschüttet ist. Durch unsere ganzen Ideen, Gedanken und Reaktionen. Wir wissen gar nicht, dass einer da ist. Den lernen wir erst kennen, wenn wir uns konzentrieren können. Und die zweite Schwierigkeit, den Weg nach innen uns zu bahnen, ist, dass wir, wenn der Geist aufhört zu denken, und das soll er ja tun, um zur Ruhe zu kommen, wir keine Unterstützung haben für unsere Ich-Behauptung. Wir haben keine Unterstützung für wer wir sind, wie wichtig wir sind, wie tüchtig wir sind oder wie untüchtig wir sind oder wie glücklich oder wie unglücklich wir sind. Ganz egal, was wir da behaupten wollen, was immer es sei, die Ich-Behauptung geht verloren, wenn kein Denken da ist. Das loszulassen ist der schwierigste Punkt. Und da muss man sich klar darüber werden und bei der Meditation schon klar darüber sein, wenn man anfängt, ich will das tun. Und dann kann die Willenskraft einsetzen. Die Willenskraft ist nicht das Gleiche wie etwas haben wollen. Im Gegenteil, es ist an sich genau das Gegenteil. Etwas haben wollen sind Begierden. Willenskraft ist die Festigkeit des Geistes benutzen. Jeder hat sie. Die meisten Menschen benutzen sie nicht oder werden sogar gar nicht gefordert, sie zu benutzen. Aber um den spirituellen Weg zu gehen, wird jeder gefordert, sie zu benutzen. Ohne sie geht es nicht. Wenn wir dann also uns darüber klar sind, was wir brauchen, wir brauchen das Loslassen von den anderen Dingen. Wir brauchen die Liebe zu dem, was wir tun. Wir müssen das
die Ich-Bestätigung auch loslassen können, die Willenskraft einsetzen und das, was wir machen, die Meditation, wirklich als einen den wichtigsten Punkt unserer eigenen Entwicklung sehen. Solange es nur so eine zweitrangige, drittrangige, viertrangige, neumodische Erfindung ist, was es natürlich nicht ist, wir haben 5000 Jahre alte Überlieferungen für die Meditation, so lange wird nichts dabei rauskommen. Dass wir natürlich die anderen Verpflichtungen, die wir haben, auch die wir eingegangen sind, dass wir die auch erfüllen müssen, ist klar. Aber jeder, der will, hat Zeit, um zu meditieren. Und dieser Weg, der uns also nach innen führt, braucht Unterstützung im täglichen Leben. Wir müssen also im täglichen Leben uns auch etwas in der Hinsicht betätigen. Unsere Reaktionen erkennen, versuchen, sie fallen zu lassen, uns mehr mit Liebe beschäftigen als mit Denken. Das ist das Denken, eine Bestätigung des Geistes ist, die ihn schwächt und nicht stärkt. Das ist auch eine Fehlidee, dass das Denken den Geist stärkt, im Gegenteil. Die einzige Möglichkeit, den Geist zu einem Jungbrunnen zu führen, ist aufzuhören zu denken und das Innenleben zu erleben. Wenn es uns möglich ist, das zu tun. Und es ist schon einigen Menschen möglich, aber prozentual mit der Menschheit, die auf der Erde lebt, natürlich sehr klein, der Prozentsatz. Wir können nach innen gehen. Dann erleben wir eine Bewusstseinsebene, die nicht alltäglich ist, die sich nicht mehr um die Dinge dreht, die wir gern hätten und die wir gern loswerden wollen. Denn das ist die alltägliche Ebene. Wenn wir einmal unsere alltägliche Geistesebene untersuchen wollten, können wir ganz schnell feststellen, es handelt sich immer um alles, was wir gern hätten oder gern loswerden möchten. Was erledigt sein sollte oder was wir gar nicht haben wollen oder wovon wir mehr haben möchten oder weniger haben möchten. Wenn wir aber wirklich uns konzentrieren können, und wenn es auch nur kurzfristig ist, erleben wir eine Bewusstseinsebene, die damit nichts zu tun hat. Da ist eine Bewusstseinsebene, die nach innen führt, die uns einen Vorgeschmack gibt, was es bedeutet, unabhängiges Glück zu erleben. Unabhängig von allem, was um uns herum vorgeht. Wir brauchen uns nur hinzusetzen und zu konzentrieren. Und wenn wir das genügend geübt haben, dann können wir das zu jeder Zeit. Dann ist ganz egal, wo wir sind und in welchem Zusammenhang es geschieht, aber es muss geübt werden. Wir haben bis jetzt in diesem und vielen anderen Leben das Denken geübt. Das können wir eigentlich ganz gut. Wir können es aber nur auf der Ebene des Überlebens. Wir können es nicht auf der Ebene der absoluten Wahrheit. Wir sehen alles in relativen Wahrheiten, in Dualitäten. Die Dualitäten des Guten und Bösen, des Mein und Dein, des Wollen und Nicht-Haben-Wollens. Die ganze Dualität, die können wir erkennen, weil unser Geist gewöhnt ist zu denken. In den neuen Bewusstseinsebenen, die in uns existieren, ist keine Dualität. Da ist nichts anderes wie die innere Einheit, die uns dann eines Tages auch dazu bringt, dass wir die äußere Einheit erkennen. Wenn wir die innere Einheit erleben,
wird uns klar, dass eine äußere Einheit existiert. Dass es gar nicht ich und du gibt, dass es gar nicht wir und sie gibt, sondern dass es nur Schöpfung gibt. Existenz. Dass wir das erleben können. Und wenn wir das erleben, und das kommt durch die meditativen Möglichkeiten, die wir haben, wenn wir das erleben, dann wird es uns auch möglich sein und sollte uns auch möglich sein, dass wir mit unseren negativen Beurteilungen, Verurteilungen, Ablehnungen nicht mehr im Geist irgendetwas anzufangen brauchen, sondern wir können uns in eine Herzens- und Geistesverfassung begeben, die beglückend, beschützend und vollkommen nicht bedrohend ist. Wir fühlen uns alle bedroht. Und wenn wir uns schon nicht von anderen Menschen bedroht fühlen, dann fühlen wir uns auf jeden Fall vom Tod bedroht. Auch wenn wir gar nicht dran denken an den Tod, er ist trotzdem bedrohend. Aber wenn unsere Geistesverfassung so geschult ist, dass wir alles erkennen können als die Einheit der Schöpfung, dann ist auch das nicht mehr bedrohend. Es gehört mit dazu. Es ist alles, gehört da zusammen. Nichts anderes können wir tun, als uns immer wieder hinzusetzen. Ich finde das Gleichnis von der Henne mit ihren Eiern großartig. Die muss sich immer wieder hinsetzen. Die kann nur ganz kurze Zeit mal aufstehen. Nun gut, wir können länger aufstehen. Aber wir müssen uns immer wieder hinsetzen. Und das tun leider die wenigsten. Aber dann sind wir immer gern bereit zu jammern, dass diese Welt uns nicht gefällt. Dass diese Welt ein Jammertal ist. Das stimmt, ist sie auch. Ist überhaupt nichts falsch an dieser Behauptung. Aber für uns selbst braucht das nicht zu bleiben so. Und wenn ein Mensch innerlich Frieden und Glück findet, so ist das eine enorme Bereicherung für die ganze Welt. Vor allen Dingen für seine Umwelt, in der er lebt. Denn Frieden und Glück sind die Ausstrahlungen eines Menschen. Und diese Ausstrahlungen eines Menschen spüren andere. Da die meisten Menschen es nicht haben, spüren wir sehr viel Unfrieden und sehr viel Unglück. Und glauben, dass das auf irgendwelche besonderen Ereignisse zurückzuführen wäre. Es ist auch gar nicht zurückzuführen, außer dass wir innerlich noch nicht das gefunden haben, was wir wirklich in uns tragen und auch, ob wir es wissen oder nicht, suchen. Es ist aber vorhanden und es ist zu finden und wir müssen leider uns immer wieder hinsetzen dazu. Aber wenn es nur wieder so leicht zu finden wäre, dann würden wir es vielleicht auch gar nicht genügend anerkennen. Es ist nicht so leicht zu finden. Aber einmal gefunden und weiter geübt, geht es uns auch nicht verloren. Und dann ist das, was in der Welt geschieht, zwar bleibt das gleiche Jammertal, aber wir haben einen Einfluss, soweit das Herz schon geläutert ist und der Geist, dass es sich um ein Etwas verbessert. Es gibt ein Sprichwort, dass man diese Welt verlassen soll, indem man sie um eine Kleinigkeit verbessert hat, als sie war, wie man gekommen ist. Vielleicht wäre das ein Lebenssinn. Aber das soll in keinen Fall heißen, dass man anderen Leuten erzählen soll, wie sie es besser machen sollen. Das ist eine der großen Gefahren. Dass wenn wir sind nämlich intelligente Menschen und können ganz gut verstehen, um was es geht. Und dann erzählen wir anderen, wie sie es besser machen sollen. Die Welt verbessern bedeutet, dass wir unser Innenleben
so weit geläutert haben, dass Frieden von uns kommt, Glück von uns kommt, Gelassenheit, Gleichmut, liebende Güte, dass all diese Dinge aus uns herauskommen und dadurch ist die Umwelt um uns herum besser. Das ist ein automatisches Resultat. Willenskraft und Konzentration sind zwei Fähigkeiten, die wir alle haben, die wir aber in einer Art und Weise entwickeln können, so dass sie Kräfte werden. Und der Geist, der kräftig ist, der Muskeln sich erarbeitet hat, der auch sich die Möglichkeit des Ruhens erarbeitet hat, in sich Ruhens, der sieht die Dinge anders, als wir sie im Allgemeinen sehen. Und dann werden diese spirituellen Kräfte zu einem Sprungbrett für eine ganz andere Daseinsmöglichkeit. Und daher heißen sie die fünf, nicht nur die fünf spirituellen Fähigkeiten, sondern auch die fünf spirituellen Kräfte. Das wäre genug für einen Abend. Wenn Fragen sind, jetzt wäre die Zeit dazu. Also der Buddha spricht da von Fortschritt, ja, dürfen eben rein verstandesmäßig und erkennen ist das ja durchaus möglich, ich erkenne was und wenn ich dann nächsten Tag das wieder abrufe, ist das sofort wieder da, ja, gibt es also schon und kann da weitermachen. Aber bei den Gefühlen habe ich den Eindruck, ist also Fortschritt kaum möglich, die nächsten Tag fängt man wieder unten an, oder vielleicht ein bisschen höher, aber man muss die immer wieder mühsam hochpumpen, ja. Und wo da ein Fortschritt ist, wie man die Gefühle fortschreiten lässt, also das ist mir nicht klar, denn die sacken immer wieder ab und man muss immer wieder hochpumpen, immer wieder ab. Einen Fortschritt sehe ich da überhaupt nicht, gefühlsmäßig. Also einen Fortschritt erkennt man zum Beispiel, wenn man sich über etwas nicht mehr aufregt, worüber man früher geglaubt hat, es wäre ein großes Malheur. So kann man einen eigenen Fortschritt erkennen. Wenn man da immer weiter glaubt, dasselbe, also zum Beispiel, weiß ich, wenn es beste These, wie es kaputt geht oder und sowas, oder das ganz neue Auto, haut einer vorne eine Beule rein und man ist eigentlich dafür gar nicht versichert, ne? Und man regt sich darüber auf, na dann ist wirklich kein Fortschritt. Das stimmt. Aber wenn man sagt, naja, so ist es eben, das ist nun passiert. Und da hatten wir doch mal diese nette Geschichte, was war denn das mit diesem Wohnwagen? Ich kann mich nicht mehr erinnern, auf jeden Fall. Ach ja doch, da ist einer hinter dem Wohnwagen hergefahren und hat genau gewusst, an sich sollte er ja Gleichmut üben, aber dieser Wohnwagen, der ist so langsam gefahren, der ist immer nervöser und aufgeregter geworden, bis er überhaupt nicht mehr fertig wurde damit und dann irgendwo hat er ihn dann endlich, glaube ich, überholt. Und dann war er in Schweiß gebadet vor Aufregung. Also ich meine, wenn einem das immer wieder passiert, dann haben die Emotionen allerdings keinen Fortschritt gemacht. Aber wenn man verstandesmäßig Einsicht bekommt, dass die Dinge sind so, wie sie sind. Und sie ändern sich andauernd. Sie bleiben nicht so, wie sie sind. Und sie sind nicht so, wie wir sie uns vorstellen, sondern wie sie eben wirklich geschehen. Und wie wir sie uns vorstellen, ist alles Fantasie. Wenn man sich diese verstandesmäßige Erkenntnis, die ja nicht schwierig ist, verinnerlicht, und immer wieder bei jeder Gelegenheit hochbringt, dann ist es schon möglich, vor allen Dingen auch wenn die Meditation einigermaßen funktioniert, dass man die Wichtigkeiten erkennt und sich nicht über solche Kleinigkeiten, wie ich sie erwähnt habe, aufregt. Und dann sieht man den Fortschritt. Dann sieht man, aha, also, der Wohnwagen regt mich nicht mehr auf. Wenn ein anderer meinen Parkplatz nimmt, na schön, dann freue ich mich mit ihm. Das ist überhaupt eine der interessanten Proben, die man machen kann. Nimmt einen letzten Parkplatz.
Man selber hat schon gestanden und darauf gewartet. Und dann sagt man, aha, mit Freude. Und versucht natürlich. Also das sind alles Fortschritte. Es gibt nur 4 Emotionen, die wert sind zu haben. Ja? Das eine ist die unpersönliche Liebe, die bedingungslose Liebe. Das andere ist das Mitgefühl. Das dritte ist die Mitfreude und das vierte ist der Gleichmut. Und es ist eine Frage des sich ständig daran Erinnerns. Ständig. Und nicht impulsiv zu reagieren. Und wenn man impulsiv schon reagiert hat, nochmal zurückgehen auf die ganze Situation, nochmal von vorne anfangen. Auf was reagiere ich denn hier eigentlich? Was ist es denn? Es ist ein ständiges Üben. Es ist nicht nur das Üben auf dem Kissen. Es ist ein ständiges Üben. Also wenn du jetzt mal nachschaust, ob sich da was geändert hat in diesen alltäglichen Dingen, vielleicht nicht gerade die, die ich erwähnt habe, sondern vielleicht sind da andere, dann kannst du deinen Fortschritt feststellen. Und wenn nicht, dann immer wieder erinnern. Es ist ein ständiges Erinnern und es ist Willenskraft. Nicht hineinfallen in diese Fallen, die uns ständig gestellt werden. Die sind ständig da. Es ist immer irgendwas da, wo wir emotionell reagieren können. Also das wird nie ausbleiben. Aber wir müssen nicht. Also kannst du mal probieren. Ich meine jetzt die, also so im Alltag ist man sich weniger, aber bei den Vertiefungen, ja, da kommen wir in gewisse gefühlsmäßige Ebenen hinein. Und da muss man immer wieder drauf. Es bleibt nicht erhalten wie eine Erkenntnis. Die Erkenntnis aus den Vertiefungen bleibt nicht erhalten? Die Erkenntnis bleibt erhalten, aber die Gefühle sacken ab und die muss ich wieder hochholen. Ach so, du meinst, dass die Gefühle aus den Vertiefungen der im Alltag nicht zugänglich sind? Die gehen dann ab. Ja, das ist klar. Dann muss man immer wieder hochholen, dagegen die Erkenntnisse bleiben. Das ist klar. Da meine ich, die Gefühle sind sehr träge gegen den Geist. Nein, das ist nicht ganz richtig. Die gleichen Gefühle, die man in den Vertiefungen bekommt, können im Alltag nicht bleiben. Aber sie müssen einen Niederschlag haben. Es muss genau diese alltäglichen Dinge, die ich beschrieben habe, und viele andere mehr, müssen dadurch beeinflusst werden. Und wenn sie dadurch beeinflusst werden, dann haben die Gefühle in den Vertiefungen ihren Niederschlag gehabt. Die absoluten Gefühle der Vertiefung, die kriegt man nur, wenn man sich hinsetzt und meditiert. Das ist klar. Aber sie müssen einen Niederschlag haben. Und gerade in diesen, sozusagen lächerlichen Dingen, da müssen sie einen Niederschlag haben. Und überhaupt vor allen Dingen müssen sie in den zwischenmenschlichen Beziehungen sich zeigen. Wenn sich in den zwischenmenschlichen Beziehungen nicht zeigen, dann ist sowieso noch nicht viel geschehen. Da müssen sie sich am meisten zeigen. Und da ist das, weil das so schwierig ist. Ne? Was gibt's noch? Darf ich was Persönliches fragen? Ja, gerne. Ich bin in einer beruflichen Situation, wo ich ständig mit Verurteilung und Ablehnung und Lieblosigkeit konfrontiert bin. Seit 10 Jahren ungefähr. Seit 10 Jahren? Ja. Und ich versuche, auf dem buddhistischen Weg damit zu arbeiten, und es gelingt mir sehr schwer. Kann ich mir jetzt erlauben, einen anderen Weg zu gehen? Einfach einen beruflichen Weg? Ja, so schnell wie möglich. Nicht zögern. Denn der Buddha hat es so ausgedrückt. Er hat gesagt, wenn wir uns in einer Situation befinden, die uns also negativ macht, denn die Reaktionen werden ja negativ, dann soll man versuchen, das umzuändern, die eigenen Reaktionen, nicht die Situation. Und ich glaube, 10 Jahre ist lang genug, um das zu versuchen. Und wenn das aber nicht gelingt, dann ist es viel besser, sich aus der Situation zu entfernen, weil der Geist davon sehr beeinflusst wird, der eigene, wird negativ. Und nicht die Menschen und die Situation zu beschuldigen, sondern einfach sagen zu sich selbst, ich bin dieser Situation nicht gewachsen. Ich muss mich in eine Situation begeben, wo ich eine mehr positive Umwelt habe,
sodass mein Geist nicht so viel negativ wird. Und wenn das dann gelungen ist, dass der Geist eben mehr positiv ist, kann man immer noch mal zurückgehen zu diesen Menschen und ihn vielleicht sich alles Gute wünschen oder was immer die Situation erfordert. Aber man soll nicht erlauben, dass der eigene Geist immer negativer wird. 10 Jahre ist eine sehr lange Zeit. Um mit der liebenden Güte-Meditation anzufangen, wollen wir noch einmal die Achtsamkeit auf den Atem lenken für ein paar Momente. Wir wollen in unser Herz hineinschauen und feststellen, ob dort irgendwelche Ärgernisse, Ablehnungen, Widerwillen, Pläne, Begierden, starke Wünsche, Neid, Stolz, ob so etwas zu finden ist in unserem Herzen. Oder Trauer, Kummer, Unzufriedenheit. Und was immer wir finden, wollen wir davon fliegen lassen, wie schwarze Wolken am Himmel vom Wind zerstreut werden. Denn es ist nichts anderes, die schwarze Wolken in unserem Herzen. Wir lassen sie gehen, wir lassen sie fortfliegen. Und schauen noch einmal in unser Herz hinein. Und wenn wir in der Lage waren, loslassen zu können, dann finden wir dort einen großen, weiten Raum, den wir mit Liebe und Mitgefühl anfüllen können. Die Herzenswärme der Liebe. Die Hilfsbereitschaft des Mitgefühls. Wir füllen unser Herz damit an und richten diese Herzenswärme und diese Hilfsbereitschaft auf uns selbst und fühlen uns darin geborgen. Jetzt richten wir die Herzenswärme und das Mitgefühl auf denjenigen, der uns hier am nächsten sitzt. Erkennen in demjenigen das gleiche Dukkha, das wir selbst haben, und schenken ihm alles, was in unserem Herzen an Schönem zu finden ist, als reines Geschenk. Jetzt denken wir an unsere Eltern, ob sie noch am Leben sind oder nicht. Wir füllen sie mit unserer Herzenswärme
und unserer Hilfsbereitschaft und sehen, wie sie das beglückt. Und jetzt denken wir an die Menschen, die uns am nächsten stehen, mit denen wir vielleicht zusammenleben. Und jedem von ihnen schenken wir die Wärme unseres Herzens, umarmen sie damit unser Mitgefühl für ihre Schwierigkeiten. Unsere Hilfsbereitschaft, ohne Erwartung, das Gleiche zurückzubekommen. Und wir denken an Freunde und Bekannte und Verwandte, wer immer uns in den Sinn kommt, alle, die uns nahestehen, und wir schenken jedem von ihnen unser Herz, zeigen ihnen unsere Zusammengehörigkeit. Zeigen ihnen unsere Liebe, unsere Freundschaft. Drücken sie in unseren Gefühlen aus und sehen, wie jeder davon beglückt ist. Und wir denken an die Menschen, die wir in unserem Alltag treffen. Unsere Nachbarn, Arbeitskollegen, Patienten, Schüler, Lehrer, Verkäufer, Postboten, Menschen in Büros, wo wir hingehen. Wer immer unseren Alltag bevölkert und einen wichtigen Teil unseres Lebens ausmacht. Und wir schenken jedem von ihnen unser Herz, voll Herzenswärme, voll Mitgefühl für ihre Schwierigkeiten, voll Hilfsbereitschaft. Zeigen ihnen unsere Zusammengehörigkeit. Begegnen ihnen auf der Ebene der Herzensharmonie.
und wir denken an einen schwierigen Menschen in unserem Leben oder mehrere, wenn sie vorhanden sind. Wenn wir keinen schwierigen Menschen haben, dann jemand, der uns gleichgültig ist, mit dem uns nichts Besonderes verbindet. Und auch diesen Menschen wollen wir auf der Ebene unserer Herzenswärme begegnen. Uns nicht absondern, die Schwierigkeiten fallen lassen, loslassen. Liebe und Mitgefühl manifestieren. Und wir spüren ganz deutlich, wie unsere eigenen Schwierigkeiten davon verschwinden. Und jetzt öffnen wir unser Herz ganz weit und lassen die Wärme der Liebe, die Zuneigung und Hilfsbereitschaft und Fürsorge des Mitgefühls daraus fließen zu den Menschen nah und fern. Je mehr wir davon verschenken, desto mehr haben wir davon im Herzen. Zuerst lassen wir es zu all denen fließen, die hier versammelt sind. Jeder Einzelne kann uns dadurch nahestehen. Dann zu den Menschen in der Umgebung hier. Ob wir sie kennen oder nicht, wir wissen, sie leben in den Häusern der Umgebung. Wir können uns vorstellen, dass Liebe und Mitgefühl aus unserem Herzen fließen wie ein goldener Strom, der über die Ufer tritt und überall, wo Menschen sind, deren Herzen berührt und sie beglückt. Und dann immer weiter und weiter fließt zu den Dörfern und Städten, über das ganze Land, zu den Nachbarländern, überall, wo Menschen sind. Begegnen wir ihnen mit unserer Herzenswärme. Und wir richten die Achtsamkeit wieder auf uns selbst. Und wir spüren ganz deutlich, dass desto mehr Liebe wir verschenken, desto mehr Liebe haben wir im Herzen. Und wir fühlen das Glück und die Freude, die vom Lieben und Verschenken kommen, und füllen uns damit, sodass keine dunkle Ecke in unserem Herzen übrig bleibt.
Mögen alle Menschen Liebe und Mitgefühl in ihren Herzen zur Blüte bringen.